Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Nachrichtenkanal der Verbandsgemeinde Oderbach-Oderberg. Geschwindigkeitsbeschränkungen. Aufgrund der starken Straßenschäden im Bereich der Otterstraße in Oderbach und der damit einhergehenden Belastung der Anwohner wurde in Absprache mit dem LBM die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer festgesetzt. Um die Pkw-Fahrer darauf aufmerksam zu machen, wird demnächst eine Geschwindigkeitsanzeige aufgehängt. Nachfolgend werden Geschwindigkeitsmessungen zur Durchsetzung durchgeführt. Eine Sanierung der Otterstraße kann erst nach Beendigung der Bauarbeiten in der Lauderstraße erfolgen. Erste Klimabausteine verliehen. Die Verbandsgemeinde hat Bürgerinnen und Bürger mit einem Klimabaustein ausgezeichnet, die durch private Investitionen an ihrem Haus etwas für den Klimaschutz getan haben. So gab es Auszeichnungen für ein Energie-Plus-Haus, für die Installation von Solaranlagen oder auch für Heizungen auf der Basis regenerativer Energien, wie beispielsweise einer Strohpelletsheizung. Otterbach und Katzweiler Straßenbauarbeiten. In der Kolbingstraße und von Bodelschwingstraße in Otterbach und in der Storcheneckerstraße in Katzweiler haben die Straßenbauarbeiten begonnen. Die Straßen sind in Teilabschnitten gesperrt. Sanierung Schmiede. Die Stadt Oderberg hat bereits vor über einem Jahr den Bauantrag für die Sanierung der baufälligen Schmiede eingereicht. Nach intensiver Prüfung des Denkmalschutzes ist endlich die Baugenehmigung eingetroffen. Sobald der Stadtrat die Leistungsbeschreibung freigegeben hat, können die Architekten die Ausschreibung der Maßnahme treffen. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.